beflocken Textiler Bahnen Ware. Von einer Großkaule wird das vorbeschichtete oder entsprechend ausgerüstete Textilmaterial abgezogen und mit Hilfe eines schweren Streichwerks mit Klebstoff beschichtet. Um einen besonders weichen Griff zu erzielen, wird ein vorgeschäumter Klebstoff verwendet, der direkt vom Schäumaggregat automatisch über einen Schlauch und dieses Rohr dem Streichwerk zugeführt wird. Der kleine Kasten neben der Streichmaschine ist das Bedienelement der SPS-Steuerung. Alle Funktionen der Flock-Module lassen sich von dieser Bedienplattform einstellen. Vorhandene Einstellparameter für ein bestimmtes Produkt lassen sich als gespeicherte Daten wieder abrufen. Die Schichtdicke wird durch diesen Messkopf überwacht, sowohl in Laufrichtung der Ware als auch quer dazu. Oberhalb der Flockmaschine sind auf einer Arbeitsbühne die Flock-Vorratsbehälter mit den Vordosierungen. Hier kann der Flock manuell oder automatisch eingefüllt werden. Wichtig ist, dass auch dieser Bereich klimatisiert wird, ohne starke Luftbewegungen. Dies ist der Blick in die eigentliche Flockmaschine mit 5 Flockmodulen. Wir sehen oben die Füllstandskontrolle, von der aus die Vordosierung gesteuert wird. Mit den beiden weißen, runden Scheiben kann der Anpressdruck der Bürsten eingestellt werden. Am Siebboden der Dosierkammer liegt Hochspannung an. Die seitliche Förderschnecke trägt die Agglomerate aus, die bei manchen Flocksorten entstehen können. Die textile Warenbahn wird weitgehend zugfrei von einem umlaufenden Gittertransport getragen. Schlägerwellen unterstützen den Flockvorgang. Nach jedem Modul ist eine verstellbare Absaugdüse über einer Schlägerwelle angeordnet. Aus den Abluftströmen des klimatisierten Flockraumes und den Vorreinigungen wird in Zyklen der mit abgesaugte Flock abgeschieden. Dieser Flock kann wieder verwendet werden. Die Abluft aus den Zyklonen wird durch großdimensionierte Schlauchfilter geführt und geht dann über Feinstfilter wieder in das Klimagerät, wird dort aufbereitet und der Flockkabine wieder zugeführt. Nach der Beflockung wird nochmal das Flächengewicht gemessen und damit das Flockgewicht bestimmt. In einem Spannrahmen mit beidseitiger Nadelkette wird die Ware durch den Trockner geführt. Beidseitige Düsenbelüftung sorgt für effiziente und gleichmäßige Trocknung. Dieser Sensor misst die Restfeuchte der Ware. In einem zweiten Trockner erfolgt die Vernetzung des Klebstoffs. Die Textilbahn wird dann über diese Kühlwalze abgekühlt, anschließend während der Reinigung gebürstet, geklopft, abgesaugt und über einen Warenspeicher wieder aufgewickelt. Die Warenspeicher nach der Abwicklung und vor der Aufwicklung ermöglichen auch während des Rollenwechsels ein kontinuierliches Arbeiten. Zurück zum Anfang der Anlage zur Abwicklung. Eine Großkaule geht zu Ende, der Warenspeicher ist gefüllt, das Ende der Warenbahn wird an die neue Großkaule angenäht und dadurch ohne Produktionsunterbrechung weitergefahren. An dieser Anlage werden Papierbahnen und Folien beflockt. Auch hier die Abwicklung mit Flächengewichtmessung. Danach Blick zum Klebstoffauftrag. Dieser ist mit einer Kabine umschlossen, da lösemittelhaltiger Klebstoff verarbeitet wird. Die dabei entstehenden Lösemitteldämpfe werden abgesaugt. Unmittelbar danach läuft die Warenbahn in die klimatisierte Flockkabine mit 4 Einzelflockzonen und anschließender Vorreinigung. Danach die Trocknung. Am Auslauf des Trockners wird die Warenbahn umgelenkt, über eine großdimensionierte Kühlwalze geführt und durch Vibration, Bürsten und starke Absaugung gereinigt.
Eine sehr intensiv ausgeleuchtete Endkontrolle zeigt auch die geringsten Ungleichmäßigkeiten. Im Schneidwerk wird die Warenbahn mit rotierenden Messern längs geschlitzt und in schmalen, gebrauchsfertigen Rollen kantengerade aufgewickelt.